wenn man hier drin ist, es vergehen die Tage, du hast Zeit zu überlegen. Ich sammle gerade ganz viel Energie, weißt du? Weil es geht ins Finale, weißt du? Hier geht es darum, einfach ans Ziel zu kommen mit einem Partner, mit dem man sich versteht, weißt du? Und nicht in Sicherheit. Und ja. Wir beide haben halt gemerkt, so, dieses Liebe hat sich nicht irgendwie durchgesetzt. Man muss überlegen, man hat 6, 7, 8, man hat 9 Frauen hier kennengelernt. 9 coole, verschiedene Frauen, die hier reinkommen, gekommen sind, die eine Beziehung wollen oder die allgemein coolen Menschen kennenlernen wollen. Ich habe so viele Frauen kennengelernt und es war auch irgendwie nichts dabei. Man merkt einfach, dass Salvatore richtig unglücklich ist. Ja, unnormal. Ich habe gar keinen Bock mehr auf sie. Der ist voll unzufrieden. Aber voll. Schon seit 2 Tagen ist der so richtig ruhig und so. Sie merkt das aber auch. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe viele Sachen gemacht, die ich jetzt anhand Elias und Jacquelines Verbindung und das, was passiert ist, verstehen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in Deutschland eine Geschichte beendet, die man vielleicht nicht beenden sollte, weißt du? Das ist vielleicht auch so eine Sache, die mich so ein bisschen zurückhält hier, weißt du? Manchmal hat man was Gutes an der Seite gehabt und man will immer mehr, immer mehr. Das ist dieses Egoistische vielleicht, was man so in sich hineinträgt. Man will immer das Beste, man will immer die krasse Frau. Und ich habe eine gute Frau an meiner Seite gehabt, das weiß ich jetzt umso mehr zu schätzen, weil ich hier so viele verschiedene Frauen kennengelernt habe. Mir wird hier echt bewusst so, weißt du? So, dass ja einfach viele, viele, viele falsche Sachen gelaufen sind. Und da sehe ich mich selber teilweise drin, weißt du?